Es ist offiziell, der neue Trolls-Film Trolls gemeinsam stark kommt bald heraus. Sie haben nicht nur einen, sondern zwei Trailer veröffentlicht. Und ich bin hier, um alles zu sezieren, was wir bisher über den Film wissen. Beginnen wir jedoch mit den Grundlagen. Am Ende der Trolls World Tour konnten wir endlich sehen, wie Poppy und Branch sich ihre Liebe gestehen. Ich liebe dich, Königin Poppy. Ich liebe dich auch, Branch. Und so wie es aussieht, läuft es immer noch gut für unser Liebespaar. Für Bridget und Grizzle auch. Im ersten Trolls gemeinsam stark Trailer sehen wir die beiden, wie sie sich darauf vorbereiten, den Bund fürs Leben zu schließen. Nun ja, zumindest versuchen sie es, bis sie von diesen besonderen kleinen Worten unterbrochen werden, die jeder an seinem großen Tag unbedingt hören möchte. Stopp die Hochzeit! Keine Sorge, das Ich will kommt später. Aber wer ist dieser Hochzeitscrasher? Wir decken auf. Lass den Clip laufen. Ich bin John Dory, Branchs verloren, geglaubter Bruder. Was? Das ist richtig. Branch hat einen geheimen Bruder. Und wenn ich richtig gezählt habe, hat er sogar vier heimliche Brüder. Oh, Drama! Popcorn-Dinkel! Als Branch noch ein Baby war, waren sie alle Teil von Poppys allergrößter Boyband-Sensation, Brozone. Bis ein katastrophaler Auftritt dazu führte, dass sie sich trennten und nie wieder miteinander sprachen. Mensch, wir laufen nicht mehr in Sync. Wir wurden von Boys to Man und jetzt gibt's nur noch One Direction für uns. Zu den Backstreets. Jetzt habe ich ein wenig geforscht und die Website der Band gefunden, auf der alle Namen und vollständigen Biografien stehen. Dass John Dory, der Boss, macht Sinn. Naja, er hat ja die Hochzeit gecrashed. Floyd, der Sensible. Spruce, der Herzensbrecher. Und Clay, der Lustige. Wahrscheinlich mein Liebling von den Brüdern. Hör zu, ich weiß, was du denkst. Justin Timberlake spielt die Hauptrolle in einem Musikfilm über eine Boyband-Reunion. Wenn wir immer noch kein NSYNC-Cover bekommen, sollte ich die Sache hier einfach beenden. Stell dir vor, JT bringt seine Jungs zurück. Ich spreche von der größten Boyband der 90er und 2000er Jahre. Und das ist alles, was wir je wollten. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert! Und sie belassen es nicht bei einem Cover. Der zweite Trailer, der im September veröffentlicht wurde, kündigt einen brandneuen Song von NSYNC mit dem Titel Better Place an. Schau es dir an! Ich habe das Gefühl, dass alle unsere Mütter ihre glorreichen Tage noch einmal erleben werden. Nun gut, zurück zur Handlung. Warum ist John Dory so erpicht darauf, die Band wieder zusammenzubringen? Nun, eine sehr glaubwürdige geheime Quelle hat mir erzählt, dass ihr Bruder Floyd in Schwierigkeiten steckt, nachdem er von dem Popstar-Duo Velvet und Veneer entführt wurde und dass sie ihn seines musikalischen Talents berauben, um ihren eigenen Ruhm vorzutäuschen. Wenn die Band nicht bald wieder zusammenkommt, um ihn zu retten, könnten sie ihn verlieren. Bitte, Veneer! Es ist nichts Persönliches, aber ich liebe meine Schwester und meinen Ruhm und das Geld. Und die Dinge, die ich gekauft habe. Es ist uncool, wenn jemand drauf geht. Aber wenigstens bringst du ein bisschen Blingelding und fancy Einrichtung Schickimicki-Zeug. Du verstehst es. Wenn du jemals einen Trolls-Film gesehen hast, dann wette ich, dass Poppy die Nummer 1 dieser Rettungsaktion sein wird. Das wird das beste Familientreffen aller Zeiten. Brozone 2.0. Brozone Wiedervereinigung. Brozone, es gibt wieder Bros. Brozone, wo sind die Bros? Keine Ahnung, aber wir finden sie! Nun, gerade als wir dachten, wir hätten alle Familiengeheimnisse gelüftet, enthüllte der zweite Trailer, dass Poppy auch eine geheime Schwester hat, Viva, gespielt von Camila Cabello. Und wir werden nie wieder die gleichen sein, besonders Poppy. Ist dein Dad König Peppy? Ja? Poppy, ich bin deine Schwester! Deine was? Wollen wir Zuckerperlenketten basteln, die wir nie fertig kriegen, weil wir die Zuckerperlen essen? Das ist doch wohl keine Frage! Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, ob sie zusammen singen werden. Ich meine, das müssen sie doch, oder? Poppy und Branch schließen sich für ein weiteres episches Abenteuer zusammen, um ihre Familien wieder zu vereinen und Floyd vor einem Ende zu bewahren, das noch viel schlimmer ist als die Auflösung von Brozone. Um den vollen Durchblick zu bekommen, Trolls gemeinsam stark kommt bald in die Kinos. Bis dahin überlasse ich euch meine Lieblings-Insider-Information. Checkt eure alten Outfits. Schulterpolster, Muschelketten, Jeans-Smoking. Hattest du etwa blondierte Spitzen? Sieh dir das an, voll süß, ich liebe es. Das war eben die Zeit.